Tja, siehst du, mein Schatz, das ist nicht so einfach zu erklären, aber die Frau bekommt so eine Art warmes Gefühl. Und der Mann bekommt dann auch so ein warmes Gefühl. Lass mich das besser machen, Petra. Sieh mal, Florian, das ist ganz einfach biologisch zu erklären. Der menschliche Körper ist wie eine gut geölte Maschine. Das Herz pumpt Blut in alle lebenswichtigen Organe. Und wenn der Mann von der Frau erregt wird, Weil er diese Frau ganz doll lieb hat. dann schießt ganz viel Blut runter in seinen Lulu. Aber es ist kein Mädchen, das der Mann gerade erst getroffen hat. Er hat wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang von ihr geträumt und wahrscheinlich will er sie eigentlich heiraten. Petra, würdest du bitte aufhören, mir dauernd ins Wort zu fallen? Hier geht's nicht ums Heiraten. Wir reden über Biologie. Ich will nur nicht, dass er denkt, dass er diese Gefühle bei jeder kriegt. Du kriegst diese Gefühle nur mit ganz besonderen Mädchen, Schatz. Also, wie ich schon sagte, das Blut wird hineingepumpt und der Lulu wird größer und größer und größer und. Was dein Vater damit sagen will, Schatz, ist, dass der Mann seinen Lulu in den Blumentopf der Frau steckt. Wie wär's, wenn du dich da raushältst? Was denn? Du verwirrst ihn total. Blumentopf, was soll das denn sein? Oh ja, aber Lulu ist natürlich Rhetorik vom Allerfeinsten. Pass mal auf, Florian. Wir wollen dir nur erklären, dass dieses Ding zwischen deinen Beinen, dass man damit mehr anstellen kann, als einfach nur aufs Klo zu gehen. Naja, es ist wie ein guter Freund. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Deswegen ist es schön zu wissen, dass man einen guten Freund hat, der einem in Zeiten der Not Gesellschaft leistet und dich auf bessere Gedanken bringt. Eltern meinen es gut, ehrlich. Aber die Lage war ernst. Also beschloss ich, den männlichsten Typen der ganzen Schule um Rat zu fragen. Wenn der Trainer nicht wusste, was mit mir los war, dann konnte mir wahrscheinlich keiner mehr helfen. Hör mal zu, ich weiß, was du damit sagen willst. Viele Jungs machen das durch, was du gerade durchmachst. Tun sie das wirklich? Ja, das tun sie. Aber du brauchst dich deswegen nicht zu schämen. Ich selbst habe mich deswegen jahrelang geschämt. Echt, wahr? Du hast wahrscheinlich ein bisschen Angst, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Also, es ist so, mein... Wissen Sie, ich höre die ganze Zeit es diese... Ist ganz unwichtig. Denk immer daran, Homosexualität ist völlig normal. Du bist normal. Danke, Trainer. Das Ganze hatte mich kein Stück weitergebracht.